YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed und heute werde ich euch zeigen, wie ihr günstig an Chelsea Boots kommt. An dieser Stelle noch ein allgemeiner Hinweis, ich bin ab morgen im Urlaub. Es werden ganz normal weiter Videos folgen. Ich war in der letzten Zeit etwas produktiver und fleißiger. Falls ihr irgendwas von dem Urlaub sehen wollt, Vlogs, irgendwelche Fashion Hauls, irgendwelche anderen Sachen, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde das dann versuchen umzusetzen. Für diejenigen, die sich schon mal mit Chelsea Boots auseinandergesetzt haben, die wissen eigentlich, dass das Nonplusultra die von Bottega Veneta sind. Ich bin auf die Suche gegangen nach einer günstigen Alternative, denn die Dinger kosten so um die 600 Euro. Common Projects haben auch richtig coole, die sind ein bisschen günstiger als die von Bottega Veneta, aber mit 400 Euro immer noch verdammt teuer. Das hier sind Chelsea Boots von der Marke Sign, habe ich bei Zalando für 90 Euro gekauft, also wesentlich günstiger als die teuren Marken. Macht von der Qualität her auch einen richtig guten Eindruck. Das ist hier alles echtes Leder. Von der Verarbeitung kann man auch nicht meckern. Und die Silhouette an sich ist schon relativ ähnlich zu den teuren Modellen. Natürlich ist das jetzt nicht 1:1 derselbe Schuh, aber für die Preis-Leistung, die man hier bekommt, ist das auf jeden Fall eine richtig gute Alternative. Beispielsweise ist dieser Bereich hier normalerweise auch in derselben Farbe wie das Upper. Hier ist es halt in Braun gehalten, aber mit diesen Kompromissen kann ich persönlich leben. Ich habe mich hier für die beige Variante entschieden. Den gibt es auch noch in Braun. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Farbe ihr am coolsten findet. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns den Schuh mal am Fuß an. Was ich eigentlich am coolsten an diesen Chelsea Boots finde, ist einfach, dass sie mega variabel sind. Man kann die beispielsweise relativ schick kombinieren, aber man kann die auch mit einer kaputten Hose und einem richtig oversized T-Shirt anziehen und dann sieht das mega fresh aus. Falls ihr zwischen zwei Schuhgrößen immer hin und her wackelt, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich manchmal 41 habe, manchmal aber auch 42, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die größere Nummer zu kaufen, weil die relativ schmal geschnitten sind. So Leute, das war's von dem heutigen Video. Schreibt mir mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr diese Alternative findet. Gefällt euch dieser Schuh oder sagt ihr eher, dass es nichts für euch ist? Falls dieses Video euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Ja, bitte?